Hey Leute, Kuro Talk wieder am Start. Mir ist es natürlich bewusst, dass wir heute eigentlich ein großes Update gehabt hätten und dazu ein Update-Video hier viel besser gepasst hätte. Aber das Problem ist, ja, ich muss leider schon um circa um 11 Uhr weg und ich bin erst am nächsten Tag dann wieder daheim. Und aus diesem Grund kann ich jetzt kein Update-Video hier einfach so machen. Würde ich gerne machen, geht leider nicht. Und statt dem Update-Video kommt jetzt einfach so ein allgemeines Video über die ganzen Sachen, die wir bereits erfahren haben, die in Dragon Ball Legends so passieren werden. Wir verschwenden hier keine Zeit und fangen direkt mit der ersten Neuigkeit an. Das ist das Erste, was wir hier bekommen haben. Das war, glaube ich, ohne zu lügen, vor 6, 7 Tagen. Irgendwie sowas. In Dragon Ball Legends wurden einfach jetzt so ein paar Quality of Life Changes und allgemeine Änderungen angekündigt. Und hier hätten wir die erste Änderung. Das Erste hier finde ich schon mal sehr gut, weil beim Koop war es ja wirklich damals so, dass dein Partner 60 Sekunden Zeit hatte, sich zu entscheiden, auf Ready zu gehen. Keine Ahnung, wo man dafür 60 Sekunden braucht. Dann wurde es auf 30 Sekunden gekürzt. Und jetzt kürzen sie es nochmal auf 15 Sekunden. Vollkommen verständlich, weil viel länger sollte eine Person eh nicht brauchen, um einfach nur auf einmal auf Ready zu gehen. Und das war es dann auch schon. Bei dem zweiten hier geht es ja darum, dass wir diese Dual Coins haben und diese Great Dual Coins. Und mit diesen Great Dual Coins, kann man hier sehen, sollen wir wieder neue Titel und so weiter holen können, plus andere Sachen. Das, was mich halt mega stört, ist, ich hatte von denen über 400 Stück, habe dann alle für Radierer ausgegeben und jetzt auf einmal kommt eine Änderung oder was. Danke dafür auf jeden Fall. Das dritte, was gezeigt wird, ist jetzt eh nicht so relevant. Es war immer so, wenn du Seelen gebraucht hast, war diese Anzeige von den Soul Coins immer ganz unten. Das haben sie jetzt ganz rauf getan. Viel mehr ist es auch nicht. Die zweite Nachricht, die wir hier bekommen haben, ist sogar eine, ja, ziemlich gute Nachricht, weil als Erstes, die Equipment Upgrades sind extrem, extrem ressourcenintensiv und für das Awakening werden wir jetzt sogar noch weniger von den Fragmenten brauchen, was hier ziemlich gut ist. Beim zweiten kann man sich auch nicht beschweren, wir bekommen jetzt sogar noch mehr Zenny von diesem Bonus Battle Stage. Ich bin gespannt, warum das alles so gemacht wird. Ich habe das Gefühl, es werden wieder ein, zwei neue Sachen in Dragon Ball Legends auftauchen und das ist der Grund dafür. Das dritte ist etwas, was in meinen Augen kaum einen Einfluss in Dragon Ball Legends haben wird. Außer für die Leute, die sehr intensiv Dragon Ball Legends Ranking und das Gildensystem spielen. Weil Abenteuer geben schon einiges an Punkte her und jetzt kann man halt statt 10, 30 Skip-Tickets für diese Abenteuer benutzen und nur da wird es wirklich was ausmachen, sonst wird es keinen Einfluss im Spiel haben. Jetzt kommen wir hier zu etwas Neuem und das könnte eigentlich ziemlich interessant werden. Falls ihr mal Budokai gespielt habt, vielleicht erinnert ihr euch daran. Ich weiß jetzt nicht, ob es Tenkaichi war oder ob es das normale Budokai war. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber da gab es ja auch immer so einen Ort, wo du bestimmte Kombos und so weiter probieren konntest. Und nachdem du es geschafft hattest, stand ja da, dies und das erledigt. Und hier bin ich einfach nur gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Hier sollen wir jetzt einfach nur auch Sachen lernen, die halt im PvP relevant sind. PvE könnte man auch sagen, aber hier geht es hauptsächlich um PvP. Da steht eh dabei. Kombos connecten, Charaktere auswechseln und so weiter. Die ein oder andere Technik sollte sicher auch dabei sein und deshalb bin ich echt gespannt darauf, wie das funktionieren wird. Zudem, hier gibt es jetzt eigentlich eh nicht viel zu sagen. Du kannst einfach deine eigene Profilkarte machen. Ich glaube, das wurde einfach nur eingeführt, damit man halt weitere PvP-Belohnungen oder irgendwelche anderen Sachen bekommen kann. Da steht ja extra dabei, dass wir für unsere Profilkarte Sachen freischalten können. Als Beispiel der Hintergrund und so weiter. Viel mehr gibt es zudem eigentlich auch nicht zu sagen. Die nächste Änderung, die hier stattfinden wird, finde ich nicht einmal so schlecht, weil es geht ja einfach nur darum, dass du in Dragon Ball Legends bei bestimmten Sachen, die einfach Zeit sparen möchtest, und es dauert halt immer so lange, wenn du extra die ganzen Charaktere anschauen musst, okay, wer gibt mir wie viel Boost, wer gibt mir wie viele extra Coins und so weiter. Durch dieses System hier werden wir uns jetzt natürlich jetzt nicht mehrere Stunden sparen oder so, es wird hier hauptsächlich um ein paar Minuten gehen, aber manchmal können auch diese Minuten auch etwas ausmachen. Ich denke mal, ich muss jetzt eh nicht wirklich erklären, worum es geht, es ist eh schon perfekt rot eingerahmt. Deshalb gehen wir jetzt einfach direkt zum nächsten. Die nächste Info hat natürlich direkt mein Interesse geweckt. Es geht einfach nur darum, dass wir Strike-Karten, Blast-Karten und Special-Moves leveln können. Und da steht ja, dass sie einen Grad von 99 erreichen können. Hier gibt es jetzt einfach viel zu viel Spielraum, was das genau bedeutet. Klar, je höher es levelt eure Karte, desto mehr Damage wird es geben. Es sieht aber sehr stark danach aus, als würde das nicht für PvP gelten. Kann mir gut vorstellen, dass es dann ein bisschen unfair werden könnte. Aber hier reden sie so über den Heavy-Attack. Und das klingt halt danach, als wäre das irgendein Angriff, den wir im PvE machen können. Vielleicht ein neuer Angriff im Koop oder vielleicht ein neuer Angriff im Full Power Battle oder ein ganz neuer Kampf im PvE-Modus, was ich aber ein bisschen bezweifle. Wichtig wird natürlich sein, wie lange braucht man, um diese Karten zu leveln und wie hoch ist denn der Unterschied zwischen Level 1 und Level 99. Da bin ich schon gespannt drauf. Eine weitere Info, die zwar nur zu einer kleinen Veränderung führt, aber einen sehr großen Impact im Spiel haben wird. Warum ich das sage? Ganz einfach. Durch dieses Icon hier werden wir immer sehen, ob diese einzigartige Leiste jetzt voll ist oder nicht. Für wen ist es wichtig? Naja, Charaktere wie Rose ist es wichtig. Sehr, sehr wichtig ist es für Charaktere so wie Hit. Und jetzt gerade für Ultra Kid Buu eigentlich auch ziemlich relevant.
In dem Bild haben wir gerade C17. Natürlich auch für C17 ist es gut, aber für die anderen drei, die ich als erstes gerade erwähnt habe, ist es sogar viel, viel wichtiger. Und dieses Icon hilft uns einfach nur, das Ganze im Auge zu behalten. Und deshalb finde ich es wirklich, dass es eine sehr, sehr gute Veränderung ist. Höchstwahrscheinlich ist das jetzt eh die größte Änderung, die wir haben werden und vielleicht auch die wichtigste. Weil wir wissen ja, Charlotte hat die Rarität Hero. Und jetzt durch Spielen von der Story werden wir ihn auf Sparking upgraden können. Hier steht sogar extra dabei, es ist nicht nur so, dass er vom Hero zu einem Sparking wird, sondern dass er auch sehr, sehr gute Stats Boost bekommen wird. Vielleicht auch eine Vorbereitung für Super Saiyan Blue Charlotte. Wer weiß. Aber was auf jeden Fall auch noch unbedingt erwähnt werden sollte, und das ist eigentlich auch eine geile Änderung, und zwar, dass jetzt bestimmte Kleidungen auch den Tag von Charlotte ändern. Also natürlich, wir haben ja bereits schon so etwas wie den Leader-Slot. Aber das kann für bestimmte Equipment sehr wichtig werden und macht es um einiges leichter, noch bestimmte Teams auch noch zu spielen. Auf diese Änderung hier bin ich wirklich gespannt, weil ich will endlich, dass Charlotte mal wieder ein spielbarer Charakter wird. Ich meine, er ist ja eh nur der Hauptcharakter von Dragon Ball Legends. Sagen wir das keinem. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die heute noch passieren werden. Super Saiyan 3 Gotenks bekommt sein Zenkai Awakening. Wird er einen großen Impact im Spiel haben? Höchstwahrscheinlich nicht, weil die Zenkais sind eh nie wirklich relevant, aber als Benchbuffer ist er wirklich sehr gut. Wir wissen jetzt auch schon, dass seine Zenkai-Ability Fusion Warrior buffen wird. Also ein sehr, sehr, sehr guter Buff für Super Vegeto, also Ultra Super Vegeto natürlich. Und allgemein sind Charaktere, die mit der Z-Ability das Leben buffen und dann gleichzeitig noch eine Zenkai-Ability bekommen, eh immer sehr, sehr wichtig als Bench-Charaktere. Deshalb Leute, farmt ihn unbedingt, weil wir wissen, ja, durch Battle Gauntlet, durch die Mission und so weiter können wir ihn eh komplett free to play auf Zenkai 7 bekommen. Deshalb nehmt das auf jeden Fall mit. Eine weitere Info, die wir jetzt bekommen haben: 3 neue Banner. Eigentlich sind es 2 alte Banner und 1 neuer Banner. Weil fangen wir als erstes direkt mit dem hier an. Wir kriegen jetzt einfach einen Banner, wo wir 5-mal pullen können. Höchstwahrscheinlich 5-mal ein normaler Multisummon. Und ein Legends Limited ist schon mal garantiert. Dazu werde ich einfach nur sagen: Nicht pullen ist absolut nicht worth it. Deshalb skippt das einfach. Der zweite Banner ist für die Leute, die halt Dragon Ball Legends neu beginnen, und der dritte Banner ist einfach nur der Banner, wo man ja, wenn man jetzt eine längere Zeit Dragon Ball Legends nicht gespielt hat, dann wieder anfängt, kriegt man ja die ganze Zeit Tickets. Auch nicht unbedingt relevant, kann ich euch jetzt schon sagen. Dann kommt ein weiterer Banner, den ihr unbedingt skippen solltet. Warum? Naja, ganz einfach. Schau, C17, geiler Charakter. Alle anderen Charaktere, die drin sind, nicht relevant. Und es wird höchstwahrscheinlich einfach so ein 600 Z-Power Banner sein. Und ehrlich, so ein Banner... Niemand sollte da drin pullen. Sogar, klar, ein garantierter Sparking pro Multisummon. Wow, aber na. Pullt nicht, spart eure CC. Leute, wir haben noch 10 Tage bis Anniversary. Warum sollte man das überhaupt noch irgendwo pullen? Das wäre auch ziemlich dumm. Man muss sagen, so wie es ist. Es wäre einfach nur ziemlich dumm, jetzt noch irgendwo zu pullen. Und Leute, Stand jetzt ist das die letzte Info, die wir bis jetzt bekommen haben. Natürlich werden wir die nächsten Tage noch mehr Informationen bekommen. Aber das war's jetzt fürs Erste. Deshalb hoffe ich auf jeden Fall, dass wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also Leute, und... Ciao!